Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Yakuza Zero. Wo ich gerade am Überlegen bin, womit wir uns jetzt als nächstes beschäftigen. Hier sind ja so ein paar Sachen, die wir schon wieder auf unserer Karte stehen haben. Ich bin echt am Überlegen, ja, Mr. Shakedown muss nicht unbedingt sein, aber ich würde gerne mich auch auf den Weg machen, das Kartenset zu vervollständigen, was wir jetzt angefangen haben. Aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit den Sachen, die wir hier unten direkt haben. Und das hier. Und das ist die Toilette, wo ich der einsamen Dame an die Wand geschrieben habe. Sollte ich es mir ansehen? Ja, mach mal. Wieso habe ich das Gefühl, dass diese Story hier nicht so enden wird, wie man das eventuell erwartet? Ich habe der einsamen Lady angeboten, ein Gespräch zu führen, die auf das Graffiti an der Toilettenwand geschrieben hat. Hey. Da steht was Neues unter meiner Antwort geschrieben und es ist dieselbe Handschrift. Wie bist du so? Sie hat zurückgeschrieben. Ich schätze, man kann das Netzwerkpotenzial von öffentlichen Toiletten nicht ignorieren. Was schreibe ich jetzt also als Antwort? Ich trage auf Arbeit einen Anzug. Ich sag's, wie es ist. Das sollte ausreichen. Ich schaue später nochmal vorbei, um zu schauen, ob irgendjemand geantwortet hat. Okay, kümmern wir uns jetzt endlich mal um diese Geschichte hier. Bevor ich mich mit dem Kult hier auseinandersetze, aber erstmal. So, schauen wir mal. Diese Pyjama-Freaks gehören zu dem Kult, dem Yori-chan beigetreten ist. Ich muss ihnen beitreten, um ihrer Mutter zu helfen. Hi. Entschuldigt mich bitte. Ja? Möchten Sie etwas von uns? Um Yori-chan zu treffen, muss ich in diesen Kult kommen. Also muss ich als erstes so tun, als ob ich tatsächlich beitreten möchte. Munan Chohept Unast, meine ich, ne? Na. Ich möchte dem Orden von Munan Chohept Unast beitreten. Oh. Ah, du bist gekommen, um die heilige Erhabenheit von Munan Chohept Unast zu umarmen. Möchtest du einer der Auserwählten werden? Ja. Auf jeden Fall. Munan Chohept is the place to be. Gloria, ich kann jetzt schon sehen, dass du ein exzellenter Novize sein wirst. Hier entlang bitte. In Ordnung. Auf geht's. Das kann ja was werden. Wie denken die sich diese ganze Scheiße eigentlich aus? We'll be right back.
Vielen Dank dafür, dass du dich unserem Pfad verschreiben willst. Darf ich bitte deinen Namen erfahren? Ich bin Majima. Goro Majima. Ah, Bruder Majima. Onast hat mich informiert. Und jetzt werden wir... Wow, warte mal eine Sekunde. Du hast gerade dieses Psychogebabbel in meine Richtung geworfen, als ob ich wissen sollte, was das bedeutet. Onast ist ein Wort, das wir benutzen, um unsere Gefühle der Dankbarkeit und der Wertschätzung auszudrücken. Wir haben dafür schon ein Wort, aber... dir auch, Onast. Wie ich gerade sagen wollte, Bruder Majima, heute wirst du einen Teil unserer Aktivitäten beobachten. Du musst genau hinsehen. Das ist der erste Teil deines Trainings, um unsere Doktrin zu absorbieren. Am Ende wird es einen Test geben, um deinen Glauben einzuschätzen. Ach nein. Wenigstens ist es kein Quiz. Verstanden. Also wollen wir dann... Hilfe! Helf mir! Hilfe! Hey, was soll der ganze Tumult? Entschuldigung, Bruder. Er ist ein Debaser, ein Abtrünniger, wa? Nicht schon wieder, du musst vorsichtiger sein. Wir haben hier heute einen neuen Rekruten. Hi. Ja, ich werde nach einer Kasteiung... um eine Kasteiung bitten. Kasteiung? Nein, nicht das. Keine Kasteiung, bitte. Habt Gnade. Wow, wow, Moment mal. Der Kerl macht sich vor Angst in die Hosen. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber vielleicht könntet ihr es ein bisschen leichter angehen lassen. Deine Sorgen sind unbegründet, Bruder Majima. Diese arme Seele wird von episodischen Ausbrüchen manischen Verhaltens getroffen. Ausbrüche, hä? Komm, hier entlang. Nein, ich will nach Hause. Bitte beachte das nicht. Lass uns fortfahren. Das gefällt mir nicht. Was ist denn hier los? Das ist unser Gebetsraum. Hier üben wir Shuri-Pipi. Moment mal. Du hast gerade von dieser Shuri-Pipi-Sache gesprochen, als wäre es das Natürlichste auf der Welt. Aber was genau soll das sein? Ah, aber das ist es doch. Shure Pipi ist das Training, um höhere Erleuchtung auf dem Pfad von Munancho Hept Onast zu erlangen. Okay. Shure Pipi ist also Training. Die, die sich hier dem Shure Pipi hingeben, sind unsere letzten Rekruten. Als Kollektiv bezeichnen wir einander als Freunde. Die letzten Rekruten, hä? Die verschwundene Tochter dieser Lady, Yori-chan, könnte jetzt in diesem Augenblick diese Shurei-Pipi-Sache hier durchführen. Shurei-Pipi gibt ihnen einen Fokus. Durch Konzentration sammeln sie Kulipas an. Habt ihr so eine Art Wörterbuch oder sowas? Was ist denn jetzt ein Kulipas? Nun, um es
in Laiensprache auszudrücken. Man könnte es eine Maßeinheit für Tugend nennen. Während wir Kulipas sammeln, wird der heilige Munanchohebt Erleuchtung und Freude über uns bringen. Aha. Das wird so schnell so lahm. Schwester Iori-san, du musst mehr schwingen. Das richtige Shurepipi ist der Pfad zur Erleuchtung. Hey. Ja. Unast für eure gütige Leitung. Hat er sie gerade Iori genannt? Ist das unser Mädchen? Es tut mir leid, ich brauche eine Minute, um unseren Freunden auf dem Pfad der Gerechten zu helfen. Bruder Majima, bitte schaut doch eine Weile zu. Das werde ich tun. Das ist meine Chance herauszufinden, ob dieser Freund unser Mädchen Iori-chan ist. Churepipi, churepipi. Na. Hey, Schwester. Schwester, dieser Typ hat dich gerade Iori genannt, nicht wahr? Sie ignoriert mich. Ich schätze, sie möchte sich auf dieses Shurepipi-Ding konzentrieren. Aber ich muss herausfinden, ob das wirklich Iori-chan ist. Was soll ich ihr sagen? Okay, pass auf. Vielleicht, wenn ich ihren Gott erwähne, eventuell ist sie dann zu Gesprächen bereit. Es ist zumindest einen Versuch wert. Ich bin Munanchohebt, Sterbliche. Ich komme mit schlimmen Botschaften. Was für eine Blasphemie. Wie kannst du es wagen, den heiligen Namen unseres Meisters in den Mund zu nehmen, des großartigen Munanchohebt? Sie ist ziemlich aufgebracht, aber trotzdem. Habe ich endlich deine Aufmerksamkeit? Du bist Iori-chan, nicht wahr? Was? Woher kennst du meinen Namen? Bam! Treffer! Dieses Mädchen ist die verlorene Tochter. Iori-chan, hör zu. Ich habe eine Nachricht von deiner Mutter. Meine Mutter? Ja. Sie hat mich darum gebeten, hier hereinzukommen und dir mitzuteilen, dass du nach Hause kommen sollst. Mutter. Mutter? Mutter. Mutter. Mutter, Mutter! Was zur... Iori-chan? Mutter, mein Kopf, er schmerzt! Hey, was ist los? Komm zu dir! Bruder Majima, was geht hier vor? Du darfst unsere Schüler bei ihrem Shurepipi nicht unterbrechen! Yeah... Tut mir leid, meine Schuld. Schwester Iori-san, ist alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Bruder Majima, bitte sei vorsichtig, wenn du mit den anderen Anhängern redest.
Unsere Freunde löschen die Erinnerungen an ihre Familie und ihre weltlichen Bindungen, um wahre spirituelle Reinheit zu erlangen. Hirte? Wie war das gerade? Sie löschen ihre Erinnerungen? Hey. Ja. Als Regel untergehen unsere Anhänger einen mentalen Reinigungsprozess, sodass sie sich dem Shurepipi hingeben können. Aber das ist... Meine Freunde, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Heute ist weit unser Guru unter uns, um uns dabei zu inspirieren, durch Shurepipi zu immer höheren Stadien der Erleuchtung emporzusteigen. Oh, Freunde, unser spiritueller Anführer, Guru Munan Suzuki. Meine Anhänger, Munan Cho. Munan Cho! Okay, was zur Hölle geht dir vor? Du ebenfalls, Bruder Majima. Moment. Was zur Hölle ist ein Mondnacho? Munan Cho ist unser Grußwort. Und unser Wort für den Abschied ist Hepton. Bruder Majima, bitte. Aber ich... Ach, meine Güte. Munan Cho. Munan Cho. Gut gemacht. Zwei Geistpunkte. Hä? Okay. Glorie. Eine hervorragende Begrüßung. Unser Retter und Meister Munan Cho Hept ist höchst erfreut. Ich wusste nicht, dass es physisch überhaupt möglich ist, so scheinheilig zu sein. Das ist tatsächlich ziemlich beeindruckend. Nun, Freunde, sagt mir, wie viel habt ihr dem geheiligten Munan Cho Hept zukommen lassen? Ich habe 5 Rincho gegeben. Ich war sogar noch besser. Es waren 8 Rincho. Titherance ist, was wir eine Tite nennen. Was? Okay. Das wollte ich gerade fragen. Wie viel ist ein Rincho wert? Ein Rincho sind 100.000 Yen. 100.000? Diese Anhänger geben dem dem Orden so viel Geld. Hey. Es ist alles ein Prozess für größere Erleuchtung und Freude. Wenn jemand von den Ketten des Goldes gebunden ist, kann es keine Freiheit geben. Unsere Besitztümer aufzugeben, ist der erste Schritt zu Glückseligkeit. Ganz egal, wie zwielichtig das Ganze ist. Ich dachte, es wäre okay, wenn es die Leute sich besser fühlen lässt, aber verdammt nochmal. Sie ziehen diesen Leuten einfach das Geld aus der Tasche. Ah, so viel Hingabe, Glorie, Onast, meine Freunde. Schwester Iori-san, nicht wahr? Du siehst so blass aus. Geht es dir nicht gut? Hey. Ja, es geht mir gut.
Onast für eure gütige Sorge, Guru. Ja, Iori-san, wo wir gerade dabei sind. Wie viel Hingabe hast du der Erleuchtung gespendet? Ich habe noch nicht genügend Geld zusammenbekommen. Was? Ein falscher Freund? Was für ein schamloser Mangel an Glauben. Ich bitte um eure Vergebung. Schande! Aber Freunde, kasteit unsere Schwester Iori-san nicht. Wir alle haben weltliche Entschuldigungen, die uns aufhalten. Guru Munan Suzuki, ihr müsst verstehen, Hingabe ist eine ganz besonders gewertschätzte Form von Shurepipi. Wenn du alleine nicht genügend Rinchō hast, Schwester Iori-san, werden deine Kulipas gestoppt. Oh nein, was kann ich tun? Hingabe ist eine Spende. Shurepipi ist eine Art von Meditation. Und was genau ist jetzt Kulipas? Verdammt nochmal, ich kann mit diesem Gelaber kaum mithalten. Schwester Iori-san, es freut mich zu beobachten, dass du mit heiliger Körperlichkeit und überwältigender Schönheit gesegnet bist. Ein ganz besonderes Shurepipi mit mir durchzuführen, kann die Dinge wieder in Ordnung bringen. Besonderes Shurepipi? Guru, es ist mir eine Ehre. Die heiligste Form des Shurepipi. Sie bietet enorme Kulipas. Wir werden es in Kürze gemeinsam erfahren. Geh und reinige deinen Körper. Glückseligkeit wartet auf dich. Das werde ich, Guru. Hepton, meine Freunde, bitte macht mit eurem Shurepipi weiter. Onast. Wohin ist Iori-chan gegangen? Ich kenne die Details nicht, aber es ist die heiligste Form des Shurepipi. Der Anhänger wird eins, Körper und Seele mit unserem Guru. Wird eins, hä? Es ist ein ganz besonderes Shurepipi, das nur Frauen gestattet ist. Und selbst unter ihnen nur den Auserwählten, wenn ich doch nur kein Mann wäre. Ich wünschte, ich könnte an dieser großen Glorie teilhaben. Dieser Bogus Guri saugt nicht nur das Geld ab, er schnappt sich auch noch die Mädchen. Wie kann es sein, dass diese Pyjama-Trottel das nicht durchschauen? Ihre Mutter wollte nur eine Botschaft an Iori-chan schicken. Technisch gesehen bin ich also mit dem fertig, was ich versprochen habe. Aber jetzt befindet sich Iori-chan in echter Gefahr, also scheiß drauf. Ich verlängere meine Mitgliedschaft. Deine Tour ist vorbei, Bruder Majime. Es ist jetzt Zeit für deinen Test. Mein Test? Warte mal einen Moment, für sowas habe ich gerade keine Zeit. Bist du sicher? Indem du demonstrierst, dass du die Wege des Ordens gelernt hast, könntest du eventuell einen persönlichen Segen von unserem Guru erhalten. Wie war das? Du meinst, ich kann den Guru treffen, wenn ich bei eurem Test gut abschneide? Dann ziehen wir es durch. Also gut. Es ist ein simples mündliches Examen, ein Quiz. Wirklich, um herauszufinden, wie gut du während deiner Tour aufgepasst hast. Sicher. Die erste Frage. Im Orden von Munan, Chuhept und Nast.
Was sagen wir, um unsere Dankbarkeit zu demonstrieren? Molto grazie! Onast. Hervorragend! Das ist richtig, Bruder Majima. Du hast also etwas von unserer Tour gelernt. Das war einfach. Da musst du schon ein bisschen mehr drauflegen. Zweite Frage. Wie nennen wir das Training, das man durchführt, um Kudipas zu sammeln? Shurei Pipi. Wunderbar, das ist richtig. Selbst während deiner kurzen Tour hast du schon Shurei Pipi durchgeführt. Sehr beeindruckend. Alter, diese Namen, ne? Sicher. Ich bin der Shurei Pipi König. Dritte Frage. Munancho ist unsere Begrüßung im Orden von Munancho Heb Onast. Bitte demonstriere es. Munancho! Baba! Exzellent! Wahrhaftig ein Textbuchbeispiel von Munancho. Ich weiß mich halt zu bewegen. In Ordnung, die letzte Frage. Erinnerst du dich an den Namen unseres Gurus? Munan Suzuki, nicht wahr? Bravo, korrekt. Vielleicht war die Frage aber auch zu einfach. Meinst du, er ist größer als das Leben? Damit sind wir fertig. Dein Test ist zu Ende. Hervorragend, Bruder Majima. Du hast eine perfekte Bewertung von 4 aus 4 erhalten. Das spricht für deine Aufmerksamkeit während der Tour. Jemand von deinem Kaliber qualifiziert sich eventuell sogar als Führungsmaterial. Munan Majima klingt doch ganz nett. Bruder Majima, ich kann keinen Fehler an dir finden. Du bist es würdig, die Wohltätigkeit des Gurus in Person zu erfahren. Folge mir. Ich werde dich zu den Quartieren unseres Gurus geleiten. Ich hoffe, Iori-chan geht es gut. Ja, ich hoffe auch, dass wir da noch rechtzeitig kommen, dieser schmierige Schleimsack, ey. Guru Munan Suzuki, bitte entschuldigt uns. Ah, ist das unser neuer Freundeskandidat? Wie war es doch gleich? Das ist Bruder Majima. Oh. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Bruder Majima ist wirklich eine Seltenheit. Ein ausgesprochenes Individuum. Guru, er ist eurer heiligen Güte durchaus würdig. Ich verstehe. Das ist Musik in meinen Ohren. Ich habe Angelegenheiten, um die ich mich kümmern muss. Lasst uns also keine Zeit verschwenden. Da. Du hast meinen Segen. Ich habe einen Kristall bekommen. Du nennst dieses Zeug einen Segen? Hm? Gibt es ein Problem? Nein, ich schätze nicht. Guru, entschuldigt mich. Ah, Nyori-san. Hast du dich auf das Shurei-Pipi vorbereitet? Hey. Ja, Guru. Ich habe mich gereinigt. Ich bin ein Gefäß für euer besonderes Shurei-Pipi. Exzellent. Da ich
deine Wohltat schon durchgeführt habe, solltet ihr uns jetzt verlassen. Sofort, Hepton. Okay, hier ist Schluss. Wenn ich das jetzt nicht aufhalte, wird dieser Shurei Pippi-Pisser sich Yori-chan auf. Yori-chan, vergiss diesen Granola-Guru. Wie wär's, wenn du einfach mit mir Shurei pipis? Wie bitte? Würde ein Shurei Pipi mit dir etwas zu meinem Kulipass hinzufügen? Es bringt deinen Kulipass vielleicht nichts, aber dann gibt es keine Notwendigkeit dafür. Bruder Majima, was hat das zu bedeuten? Verlass sofort meine Kammer. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Das hat mich klingen lassen wie diesen erbärmlichen Guru. Dann nehmen wir damit. Ich bin Munancho Hauptsterblicher. Höre mich, Yori-chan. Fliehe. Fliehe umgehend nach Hause. Wie kannst du es wagen? Du darfst Munancho Hepts Namen niemals nur zum Spaß in den Mund nehmen. Bruder Majima, das ist Blasphemie. Du spuckst in das Gesicht unserer Heiligkeit. Wer hat dich dazu gebracht? Bitte vergib mir, Majima-san. Du wirst zu ewiger Verdammnis verdammt sein. Den Namen des Großen in den Mund zu nehmen, regt die Leute hier ziemlich auf. Wie sieht also mein Plan aus? Ich habe mir schon gedacht, dass das Richtige ist, aber ich wollte mal ausprobieren, was die anderen Sachen noch bringen. Yori-chan, du wirst betrogen. Du brichst deiner Mutter das Herz. Mutter? Wer ist Mutter? Mein Kopf, er tut weh. Du darfst deine Mutter nicht vergessen, Yori-chan. Sie haben vielleicht mit deinen Erinnerungen herumgespielt, aber du musst dich doch an die Frau erinnern, die dich großgezogen hat. Hör auf damit, Majima-san. Die Erinnerungen eines Freundes zu wecken, ist eine Sünde jenseits aller Sünden. Halt das Maul, du verdammter Betrüger. Yori-chan, du musst aufwachen. Ich bring dich nach Hause zu deiner Mutter. Was ist Mutter? Das ist das Amulett meiner Mutter. Yori-chan, erinnerst du dich jetzt? Ich weiß es nicht, aber warum habe ich überhaupt gedacht, dass ich eins werden will mit diesem zwielichtigen alten Hippie? Sieht so aus, als könntest du endlich wieder klar denken. Diese Frau war gereift. Bereit für meine Ernte. Wie wagst du es, dich da einzumischen? Guru Munan Suzuki? Der Bastard zeigt endlich sein echtes Gesicht. Guru Pyjama hat euch alle ausgenommen. Sei still! Was macht der denn da? Und da denkst du hast endlich ein bisschen Heat gesammelt und dann fangen die Blödmänner einfach alles zu blocken und alles ist wieder weg.
Die Erholungszeit ist einfach zu lang mit dem Schläger. Ich mache jedes Mal diesen Guardbreaker, der ja auch funktioniert. Und dann erholt sich mein Gegner aber schneller als ich. Das kann doch nicht wahr sein hier. Das ist so nervig. Nein, der ist ja nicht schwer. Der ist einfach ein unglaublicher Nervvoll. Was war das denn? Wo hat er denn da hingeschlagen? Ja, teilweise schon ein bisschen nervig, ne? Welche Schmerzen. Wie viele gebrochene Knochen habe ich? Guru, wir haben schreckliche Geräusche gehört. Ist alles in Ordnung? Freunde, schnell! Ihr müsst einen Krankenwagen rufen. Unser Guru ist schwer verletzt. Wir müssen das Ritual der Heilung durchführen. Monan! Nein, ihr Idioten! Eure Hände herumzuwedeln wird mich nicht heilen. Irgendjemand muss mir helfen! Ich war auch so, oder? Eori-chan, wir sollten dich jetzt nach Hause bringen. Richtig. Iori? Mom! Bist du fertig mit dieser verrückten Religion? Ja, das habe ich hinter mir gelassen. Mutter, ich wollte Vater zurückbringen. Was? Seit Vater gestorben ist, hast du nicht aufgehört zu weinen. Es gab nichts, was ich für dich tun konnte. Dann haben sie mir erzählt, dass man die Toten zurückbringen kann. Ich musste nur diese Rituale durchführen und ein paar Geistpunkte sammeln. Ich hätte wissen müssen, wie verrückt das ist. Ich schätze, ich wurde in die Betrügereien dieses Kultes verwickelt. Deswegen also. Aber ich weiß jetzt, wenn ich diesen schrecklichen Leuten gefolgt wäre, würde ich dich ganz alleine lassen und das ist sogar noch schlimmer. Es tut mir so leid. Nein. Ich bin diejenige, der es leid tun sollte, Iori. Ich wusste nicht, wie viele Qualen ich dir bereitet habe. Es tut mir so leid. Vielen Dank, Majima-san. Ich hatte sie nur gebeten, eine Nachricht zu überbringen. Aber sie haben mir meine Tochter zurückgebracht. Ich kann ihnen niemals genug danken. Gar kein Problem. Es war eine ziemlich spirituelle Erfahrung. Majima-san, bitte nehmen Sie das zum Dank an. Es scheint kaum dem Wert zu entsprechen, den Sie uns gegeben haben. Ein Traveler's Amulet. Da können wir gleich nochmal gucken, was genau das bringt. Oh, richtig. Iori-chan, ich sollte dir das hier geben. Das ist Mutters.
Das Amulett hat geholfen, weißt du. Schließlich hast du ein paar freie Schlafanzüge dafür bekommen, Yuri-chan. Behalte dieses Amulett bei dir und lass es dich beschützen, dich und deine Mutter. Behalte deine Familie zusammen, ja? Hey! Das werde ich. Majima-san. Hm? Was ist denn? Vielen Dank. Sie haben uns gerettet. Alles in Ordnung. Ja, und als Belohnung kriegen wir ein sexy Video von Iori. Oh, Mr. Shakedown ist hier in der Gegend. Da vorne. So, wir müssen unbedingt einkaufen gehen. Da hinten ist der Tempel. Und dann könnten wir gleich bei Gandara rein. Trifft sich ganz gut. Dann gucken wir heute zum Abschluss mal ein Video, weil, wenn ich das richtig deute, gibt es da sowieso eine Quest, die wir machen können. Wir haben auch noch irgendein anderes Video, was wir auch freigeschaltet haben. Ne? Das haben wir auch noch nicht geguckt. So langsam nähern wir uns aber den 135 Millionen Yen, ne? Also. Aber ich weiß nicht, ob ich die beiden Stile aufleveln möchte, bevor ich den dritten habe. So. Gandara Sotenbori. Da sind wir. Hallo, willkommen bei Gandara. Es sind 800 Yen pro Video. So, Riona Minami haben wir schon. Ayu Sakurai haben wir auch schon. Iori ist neu auf jeden Fall. Und ich glaube, eine von denen hier, ich weiß es nicht, wir sollten diese Videos immer möglichst schnell gucken. Sonst verliere ich den Überblick, welches wir schon hatten und welches nicht. Wenn wir in Zukunft auch machen, weil ansehen will ich mir die schon alle einmal. Schon aus Prinzip. Ja, das ist von der Stimmung her, passt das auch genau zu der Geschichte gerade eben. Ja gut, wenn ich an diese Luftballongeschichte von letztens da denke, dann war das ja tatsächlich noch ein relativ harmloses Video. Genau.
Das kommt halt noch dazu, dass ich wusste, dass das kommt. Hm. Was gucken Sie denn so? Habe ich etwas im Gesicht? Oh. Nein, tut mir leid. Ich weiß nicht wirklich. Schauen Sie mal, wenn Sie was sagen wollen, dann raus mit der Sprache. Es ist nur, dass Sie ein recht ungewöhnlicher Kunde sind. Wie das? Sie wirken so zuversichtlich und stylisch. Nicht die Art von Mann, die normalerweise an unserem Geschäft interessiert ist. Und deswegen haben Sie mir ins Gesicht gestarrt? Es tut mir leid. Ich bin ein Typ wie jeder andere. Ich mag es, mir hübsche Mädchen anzuschauen. Oh, es freut mich, das zu hören. So unterschiedlich, wie wir auch scheinen, wir sind beide Männer. Die ganze Menschheit besteht nur aus Brüdern und Schwestern letztendlich. Naja. Wenn Sie jemals das Gefühl haben, Sie könnten ein bisschen Zeit zur Entspannung gebrauchen, kommen Sie in unser Geschäft. Wir werden auf Sie warten. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft mit dem Gandara-Video-Mann sein. Schauen wir mal. Vielleicht ja sogar schon in der nächsten Folge von Yakuza Zero. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.